Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Scrap Mechanic. Guten Tag, Minias. Schön, dass du mir einfach wieder reinsprichst in mein... Wie geht's dir so? Anmoderation? Genau. Okay. Das war das Wort. Haben wir noch irgendwie ein was zu trinken? Hast du noch Milli? Ich hatte da auch ganz viel Milch einstecken. Oder sie noch? Ich habe 10 Milch. Und aber auch viele Tomaten. Ah, da sind auch 5. Viele Karotten. Ja, Tomaten sind auch gut. Ich würde jetzt mal, vielleicht wollen wir das Feld gemeinsam, oder willst du mal sehen, wie das mit diesem Bewässerungssystem... Machen wir so. Ja. Machen wir so. Packen wir eben mal kurz aus. Ich habe jetzt ein bisschen Holz bei. Brauchst du eine Umreinigung? Sag mal, leuchten die Lichter da oben ohne Strom? Ja. Dann nimm doch da bitte mal ein paar mit. Und vielleicht irgendwie eine Platte, dass wir uns das Feld ein bisschen beleuchten können, auch wegen der Verteidigung, dass wir was sehen. Muss ich jetzt eine Platte schweißen? Oder reicht Holz? Ja, Holz ist egal. Also Holzteile, also irgendwas, woraus wir eine Platte machen können. Reichen denn? Wie viel reichen? Wie viel willst du haben? Mit einem Rahmen. Also ich mache so ein Feld 5x4, dass wir jeweils 20 Samen. Wie viel leuchten? Ach so, ja, bring mal mit. 5, was 6. Du hast, sag ich mal. Ja, so was halt geht. Das war ein bisschen das Ausleuchten hier, wenn die Verteidigung losgehen muss. Ach so. Weil immer um 0 Uhr kommt ja die Horde hier und dann... Die Horde. Gibt's auf die Backen. Ach hier, apropos Horde, da oben ist ja noch eine Kiste. Schön übersehen. So, setze ich die daneben dran oder wie machen wir das? 4. Hallo Freunde, zack. Und Komponentenkit. Bester Mann. Finde ich schön, dass wir umgezogen sind. Gute Sache. Ja, also die Position für das Feld ist hübscher. Alles so. Alles insgesamt, ja. Oh. So, wenn man hier einen frei... So, geht das so? Nee, das langt nicht. Dann mache ich es hier nebendran jetzt. Soll ich jetzt hier eine Umrandung drin basteln in den Boden oder? Ja, oder so Pfeiler, ich würde jetzt hier so das freilassen. Ich jetzt so Pfeiler ziehe erstmal? Ja. Ecken? Also einfach nur das, ich meine. Daffert. Oder ja, bist du? Also aufs Eisen wäre besser, aber es geht halt nicht. Haben wir nicht. Ich zieh die eine rein. Ich baue den Grill. Den Grill. Was? Den Bear Grills baue ich gerade. Okay. Und dann hast du den Ding. Ich lasse dir das hier, komm. Nias, was sollt, bitteschön. Alle Woodblocks der Welt. Für dich. Alles, dit was dit du noch, willst. Dit noch. Ich würde jetzt kurz zeigen, wie das mit dem Wasser Wieso geht das nicht? Kannst du das mal alles aufnehmen, bitte? Ja, Moment. Nicht zu viel auf dem Boden, ich kann nicht. Ja, jetzt. So, pass auf, ich würde jetzt kurz mit dem Wasser zeigen. Ja, das mach mal. Einfach nur, damit das der Zuschauer auch. Damit ich schlauer bin. Ja, gut, das jetzt hat ja nichts mit Schlauheit zu tun, einen Wassercontainer hinzusetzen. Das sieht mich auch echt scheiße. Genau. So waren wir im Wasser. So, also. Hier auf dieses Ding setzen wir den Wassercontainer. Und zwar so, dass der Anschluss. Ich weiß nicht, wo der. Da ist der Anschluss. So, bisschen so ins Wasser. Dann setzen wir hier vorne die Düse dran. Die kann man umstellen. Siehst du den Pfeil? Der pustet raus. Oder. Rein, ne? Aha. Dann ein Schalter. Das reicht schon, ja? Also zieht Schalter um Luft. Ah, du musst dein. Ich habe das Tool nicht. Das muss ich mir nochmal herstellen. Du musst es mal verbinden. Und zwar vorne die Düse mit dem Schalter. Mike. Und dann drück auf E. Nochmal. Und jetzt schlonzt er. Okay. Jetzt schlonzt er. Jetzt saugt er richtig. Und der hat Druck. Also der saugt. Dann stellt er diese Wasserdinger her. Genau. So, und die können wir dann abfarmen mit den Eimern, oder wie? Genau. Okay. Also die können wir dann, da können wir die Eimer dran setzen und dann zieht sich das Ding, zieht sich automatisch. Ich mach Screenshots, ja. Nee, ich hole noch ein bisschen Honig. Genau. Honig der Meere. Ist hier alles schon gefarmt oder was? Nee. Ja. Könnte das Problem sein. Also ich würde jetzt lieber hier, dass du mir hilfst, vielleicht die Umrandung so ein bisschen aufzubauen. Oder müssen wir auf. Ich weiß ja gar nicht, was du willst. Gerne hättest nicht. Und so, siehst du genau. Und schon geht's los. Das wissen ja die wenigsten. Ja, hier ist sie wieder. Lizzie, nehme ich mit, ne? Ja, nimm mal mit. So, mit dem Eimer kann man dann auffüllen. Langfristig müssen wir natürlich hier noch ein Schläuchchen dranlegen, um das ein bisschen effektiver zu gestalten. Machen man kann übrigens so auch zwei Felder wässern, wenn man in die Mitte trifft. Ja, hab ich manchmal probiert. Manchmal sogar drei, aber das ist großes Glück. Nie geschafft, nicht. Ach, hier ist die. So, ich würde mal
anfangen, hier ein bisschen Licht hinzustellen. Die werden doch auch respawnen, oder nicht? Diese Kisten unten. Diese goldenen in der Höhle. Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber weißt du, was der Problem ist? Du hast noch 3 Minuten 47, du kannst... Du kannst kommen, oder? Nee, kannst du mal gucken, ob du rankommst, meine ich. Was ist das Problem an dem Spot? Hier sind 3 Lizzies unten. Hier sind nicht so viele Öl, Kollegen. Okay. Jo. Also du hast schon die... Den großen Teil hast du schon abgefarmt hier. Ja, ich weiß nicht, wie die Spawnrate ist. Ja, nur im Run können wir nicht auf immer so viel holen, sondern müssen wahrscheinlich dann einfach öfter mal gehen wahrscheinlich. Oh, das ist ja hier völlig wellig, der Untergrund, sehe ich wellig. Jetzt gerade. Wellig. Wellig, willig. Die Zeit noch? 3 Minuten. Immer ja, du kannst ja oben auf die Uhr gucken, um 0 Uhr kommen die, egal wie viel, also egal wann wir es gepflanzt haben, der nimmt sich immer, das ist immer der Maßstab, wann es losgeht. 4 Lizzies. Was ist das für ein See? Ein Lizzie-See. Loch Liz? Loch Lizzie. Bin ich dumm? Okay, ist das eine Fangfrage? Soll ich darauf antworten? Nicht antworten? Wirst du mich anzeigen? Ey, das eventuell. Ist fast alles. Abgefarmt, scheiße. Ja. Hier ist noch. Eine Muschi. Was? Muschel. Ah. Das hätte ich falsch verstanden. Du verstehst sowieso, was du willst, halt Gefühl. Du meinst mein. Halt Gefühl. Das ist auch so. Was? Halt Gefühl. Ich verstehe nicht viel. Was denn nun? Insgesamt so. Boah, Lizzie scheint ja schon schwer zu sein. Ich krieg das Ding hier nicht gezogen. Was? Mach doch mal. Okay, ich bin die Scrap-Mechanik tauglich. So. Geht doch. War doch ganz einfach. Leichte Behinderung hat er, aber was soll man machen? So, dann würde ich sagen, setzen wir mal von den Püppeln. Soll ich dir mal die Püppel geben, die 4 Stück? Dass wir auf die Ecken irgendwie welche setzen, dass wir sehen. Also, hier. Da, also Lizzie ist jetzt hier im Feld. Da. Lizzie, geh raus aus dem Feld. Willst du hier die Lampen? Nein? Nein, du machst das. Ich hab okay. Mit deinem Feld eigentlich nichts zu tun. Na gut. Blöde Kommentare, das kann ich machen. Hier. Willst du ihn als Leuchte einsetzen? Ja, so an die Ecken, dachte ich. Ich weiß, komischerweise habe ich jetzt nur 3 gehabt. Ich hab dir doch so viele Blöcke. Ich hab dir über 100 Blöcke gegeben. Wo sind die? Ne, die verbaue ich gerade. Ach so, aber die hast du nicht verbaut. Nee, weil ich zu schwierig bin im Bauen. Ich habe auch noch nicht gegossen. Das ist auch so ein großes Problem. Wie lange ist noch? Minute. Ja, eine Minute. Komm her! Markier den Reinhard. Charge. Was? Lust. Machst du gerade die Sounds nach? Ja, ich mache Overwatch. So, jetzt bin ich fertig mit dem Holz. Das ist ja das Problem. Das hat vorne und hinten nicht gelangt. Also komm, das war schon mehr Holz, als du je hattest. Vor den Hütten. So, wir haben halt ein relativ großes Feld. Da sind jetzt nur 2 Lichter gesetzt. Hast du den Rest noch einstecken? Ich hab noch einen bei, ja. Okay, dann kannst du vielleicht in die Mitte setzen. Also ich weiß ja auch nicht. So, dann gieße ich noch mal ein bisschen und dann haben wir jetzt in 10 Sekunden, nee, in 10 Sekunden geht's los. Bin da. I let you not alone. I'm there. Okay, dann geht's gleich los. Ich hab eigentlich erzählt, dass ich den Miner schon angebaut habe. Da kommt einer. Angesetzt. Da kommt einer zu dir. Nein, er baut direkt. Der ist frontig. Ja, ich seh ihn. Oh. War's, ne? Die erste Horde ist harmlos. Von Lizzie, Freund. Und es kommt halt darauf an, was man halt auch pflanzt. Aber die zweite Horde wird schon echt. Also mich haben sie im Livestream haben sie mich eben mal kurz zerlegt. Ey, hau die gerade ab. Was wäre? Lizzie, die haut ab. Was, wo? Wieder ins Wasser? Zu seinen Kumpels? Ja. Willst du was essen? Nee, ja. Okay. Nie gewünscht. Ansonsten hätte ich hier Möhrchen angeboten. Hier ist sie. Haut Lizzie jetzt ins Wasser ab? Nehmen sie mit. Kannst du auch vergessen, dass du hier flüchten gehst. So, dann würde ich jetzt, würde ich noch mal ein bisschen nachgießen.
Würdest du noch ein paar? Dann ja, gut, am Anfang müssen wir jetzt, glaube ich, noch mit Eimern arbeiten, aber langfristig brauchen wir so eine Schnusseldüse. Ja, sehr gerne. Ich habe hier immer noch die ganze Holz liegen, du hast es ja nicht geholt. Nein, das, die Zeit war ja nicht. Mann, Minjas, nee. Du hast mich angeschrien, mach das Beet fertig. Nicht. Du musst dir auch Zeit nehmen. Namen. Okay, das nächste Mal, also ich mache jetzt einen Miner, dann machen ja, wir so einen Collector. Das war ein Eisen. Und dann machen wir einen Scrapper. So, das ist jetzt die ich habe jetzt einfach mal schon mal gesagt, so machen wir das. Okay? Du kommst mir nicht mit irgendwelchen Gasfedern zwischendurch oder so ein Kack. Ne? Die Priorität ist klar gesetzt. Na, du kannst schon mal ein Fahrzeug ansetzen, wo die Bohrer dran kommen, oder? Es geht schon los. Oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, das klingt wie als redest du mit deiner Frau. Ich bin ich und ich habe auch Rechte. Ja, ja, klar. Und deine Frau nicht? Doch, doch. Das erklär jetzt mal meiner Frau. Mehr als ich. Ich würde sagen, wir gießen noch ein bisschen, wir sammeln noch ein bisschen und dann sehen wir uns zum Morgen wieder, oder? Wenn wir so ein bisschen noch Sachen gemacht haben. So sieht's aus. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja, wieder nur Dummheiten im Kopf. Was machst du da oben? Achso, was mache ich an der Wand? Okay, ich stehe wieder auf. Oh, das ist gar nicht gut. Ich hatte so eine Ahnung. Das war die Mikrowelle. Die muss. Geht's dann? Warte mal, ich probiere mal. Jetzt geh du mal ins Bett. Schwierig. Ja, geht. Ja, das geht. Dann kommt die Mikrowelle halt ab. Ja. Das ist übrigens keine Mikrowelle, sondern das ist eine Klimaanlage, ja, ja, ich weiß. Ja? Also. Was hast du da? Du hast da oben ein. Ich hab den Scrap jetzt da oben gebaut. Hast du einen guten Überblick, ja, mal über die Situation so. Absolut. Dann wollte ich ein bisschen ärgern. Okay. Dann machen wir einen kleinen Ausflug, oder? Ein bisschen Material besorgen. Ich bin übrigens ein Vampir. Warte, wieso trinkst du Blut? Ränge. Du bist ein Vampir. Man kommt übrigens durch das Dach hier nicht immer aus dem Fahrzeug gut raus. Ah, ich sage nur, man packt sich fest. So? Das ist immer blöd. Ja. Kann man nicht zur Seite aussteigen oder so? Liegt es vielleicht daran, dass ich hier... Nee. So, du steigst nach außen. Ja, lass einfach das Dach weg, mein Gott. Ich fand's halt schön. Was für ein Kack. Verstehe ich. Aber lass einen Ausflug machen. Ich sichere unsere Batterie. Also wir müssen und man kann nicht die Seite... Fahren wir jetzt Karre, ja. Ja. Kleinen Moment. So. Was? Benzin nachfüllen. Jo. Hast du noch Benzin dabei? Ja. Okay. 14. Aber ich muss ihn noch nicht auf Vollpower fahren. Fahren wir mal auf halb. Let's go, mein Freund. Fahren Sie vorwärts raus. So, wo haben wir denn zum Looten? Also hier hinter uns auf dem Berg, wo du hergekommen bist, das Gebäude hatte ich schon gelootet. Da hinten die große Fabrik ist wahrscheinlich eher unser Tod als unser Spaß. Rechts davon ist noch so ein Gebäude. Also wenn du jetzt hier ein Stück hochfährst, da siehst du die Antenne da hinten am Horizont, so linker Hand. Ja, ja. Soll ich da ein oder Straße? Na, fahren wir die Straße und gucken mal, wo wir rauskommen. Da hinten ist ja auch noch nur so eine Fabrik. Wir haben ja zwei so Mega-Fabriken um die Ecke. Ja, wir haben so ja drei, hinter uns war noch eine. Wir können doch mal rausfinden, wo die Packstation ist, weil da müssen wir dann den Kram hinbringen zum Packen. Also ich bin unterwegs an zwei vorbeigekommen tatsächlich. Okay. Eine kannten wir schon und eine noch nicht. Hier looten? Nö, ja. Das lohnt sich nicht. Da kriegen wir nur Baumaterial. Da ist ein E-Board rechts, den müssen wir mal mitnehmen. Wo? Andere rechts? Nee, war schon richtig rechts. Nur hinter den Häusern. Hallo? Ich höre ihn. Guck mal rein, ob ich. Ah, ich sehe ihn. Ja. Komm mal her, Diggi. Ah, hier ist der Dings. Oh Gott. Ja, ja. Bisschen bloß hier. Gib ihm richtig. Achso, ich würde gerne die noch mitnehmen, genau. Hast du den Sammler gebaut gehabt? Nee, gell? Nee, haben wir gar nicht. Eisen, Freund. Achso, wir wollen jetzt also Eisenpumpe, Eisen. Und wir wollen ja den Bohrer bauen, das ist ja unser Hauptding, ne? So, ich wäre wieder im Auto. Ich nehme noch ein paar Gitter mit, ja. Gitter. Kommst du bitte? Also, ja, und ich habe ja so eine Kaffeetasse neben mir. Ja, deswegen. Das ist ja praktisch. Das ist heimlich immer. Ja, schön. Hier rechts ist so, das können wir schon mal. Ja, nehmen. Das können wir auf jeden Fall mal looten. Das ist auch. Ui. Oh. Kurz gestockt. Ja. In dem Feld unten rechts, hast du gesehen, da unten ist so ein Riesenfeld. Ich glaube, da könnten auch noch. Haybots stehen? Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall rechts auf jeden Fall schon mal einer. Ja, hier. Ah, da hinten, ja. Und jetzt. Vorne! Oh, schade. Oh. Freund! Danke. Der hat mich ja zersemmelt. Sparschäler.
Immer noch ein cooler Vergleich, finde ich, für das Ding, oder? Ja. Das ist ja original. Lasersparschäler. Lasersparschäler, ja. Super. So, ich muss jetzt zwischendurch was essen. Oh, hier. Da kommen sie zwei draus. Alles ja. In Hike? Du. Ich habe auch einen, ja. Oh, da ist noch einer. Er gibt ja eine Pfeil und Bogen. Oh, der hat mich. Hike auf dem Auto. Hike du nicht. Du hast nicht auf der Matte gepennt? Nee. Und ich sag noch. Na gut. Aber wir sind nicht weit entfernt, oder? Oder soll ich zurückgefahren kommen? Dann würde ich hier. Nee, ist ja nicht so weit. Ich mach einfach mal Querfeld ein. Ja, dann würde ich hier mal kurz noch die Arme wegschnitzen, wegsparschälen. Verdammt. Sonst noch was hier rumgelegen? Nee, nur dein Kram, ne? Den lass ich mal liegen. Da hast du nämlich eine Orientierung. Na gut, ich sehe auch dich. Stimmt. Aber schon besser. Aber das haben sie anscheinend gefixt, oder? Wir hatten bis jetzt kaum Probleme, ja, dass... genau. Der Name ist jetzt immer... zu sehen. Aber es ist auch immer nur für einen Host gewesen, ne? Stimmt, ja. Ich hatte nie ein Problem. Stimmt. Ja, nee, das war... Was war denn das? Ah, Glasblöcke. Nice. Da ist ja unsere schicke Windschutzscheibe draus gezimmert. Komponenten ist ja auch hier das Gold in dem Spiel, ne? Ja. Oder nennen sie, wie heißen die überhaupt Komponenten? Ich hab mir das gar nicht... Komponentenkits. Hier ist er. Component-Kit. Hm. Oh. Ich hab auch noch eins gefunden gerade. Oh. Hüpf. Oh. Komponentenkits hatte ich noch nie. Was? Irgendwie eine Kartoffel. Ich habe das Video mir angeguckt, als ich mit dieser Software rumgemacht habe wegen dem Problem am letzten Mal. Und dann dachte ich so, Minias, das gibt Kommentare. Und? Achso, sie ist noch nicht gelaufen, die Folge. Die ist noch nicht gelaufen. Ich werde, sobald die raus ist, man kann leider keinen Kommentar, werde ich einen Kommentar drunter schreiben und anpinnen. Gleich anpinnen. So nach dem Motto, ja, ich weiß, ich bin doof. Ich weiß, bei 14 Minuten, das habe ich mir gemerkt, ist es. So, ich habe das Ding durchgelootet. Genau. Dann gehe ich Feld. Ich gehe Feld. Aber nehmen wir das Fahrzeug mit, oder? Da wieder zurückzurennen ist jetzt auch... Ist doch hier gleich. Feld groß. Mia ist faul. Nein. Da ist so ein roter. Oh nee, den kriegen wir nicht weg. Nicht im kühnsten Träumen, nicht mit dem Hammer. Also da habe ich gesehen mit dieser, ich weiß nicht wie der heißt. Gun. Oh, Kartoffelgun. Ja, mit der Kartoffelmaschinengewehr so, ballert der echt, glaub, 2 Stacks Kartoffeln auf so ein Ding. Die sind echt super stabil. Ah, das ist ein Riesenfeld. Ja, das sag ich ja, mit dem Auto. Uff. Du bist dir sicher, dass du nicht im Auto drüber fahren willst? Bist ja nicht. Ich hole mal das Auto. Also ich muss nochmal nachjustieren hier, mein... Nein, du was? Mein Aim, mein Hammer-Aim. Also einen kriegst du ja locker, indem du zurückrennst, aber bei zweien, da stoppt er dich anscheinend kurz, sobald du triffst und dann bist du zu nah am Gegner. Na, ich hab immer noch nicht raus, wann ich zurücklaufe. Ich laufe permanent zurück einfach. Also ich schlage und laufe zurück, permanent. Okay. Habe jetzt keinen bestimmten... Boah, was zuppelt das denn so? Das frage ich mich auch gerade. Du fährst gerade in Richtung von dem Roten, ne? Oh ja, stimmt. Mal sehen. Kriegt der Agro. Ja, der Agro auf dich. Nee. Nein, hat Spaß. Oh. Aber wie auch angezimmert kommt hier. Was? Ich finde es schwer einzusteigen durch deine Bauweise mit diesen Gittern davor. Ja, durch meine Bauweise jetzt. Ja, ich habe das nicht konstruiert. Zimmer dir weg, ja. Meine ist sehr hübsch geworden, nicht. Was? Mit den Materialien, die ich hatte? Ja, mit den Möglichkeiten. Und das war die, was war das hier vorne vielleicht? Was ist denn das da? Ich wollte gerade sagen, da ist doch irgendwie ein... Der fliegt übrigens saugut auf der Gas, ne? Was ist denn das hier? Ist das ein... Hä? Da sehe ich zum ersten Mal. Echt? Habe ich schon ein paar Mal gehabt jetzt. Also, okay, zweite Mal. Die kannst aufsammeln, ne? Die Soilbags. Ach ja, stimmt. Hab ich überhaupt nicht. Also, ich mach jetzt mal. Also, hier sind ganze Menge Rohre. Kann man die... Oh, unbedingt. Rohre ist mein... Ventile und Rohre, aber... Ich würde da gerne mal einen Rohre lesen. Also, wäre cool, ja? Nimm mal zum mit, Bauen, ne? Das sind die... Ah, das sind die zum Bauen. Diese großen Gestänge. Aber da kannst du ein schönes Rahmen bauen. Ich mach das für dich. Ich sammle Rohre für dich ein. Nice. Sammle hier so einen Scheiß für dein Feld.
Also wir mögen beide nicht, was wir machen, aber wir machen es für den anderen. Wir machen es für den anderen, genau. Alles klar. Also die normalen Rahmen nehme ich nicht mit. Die nehmen mir zu viel Platz weg. Roboter bei dir? Nee, ich habe nur so ein Schild weggemacht aus Brast. Wie war denn jetzt? Oh, Alter, Dinge, ich hab... Muss mal kurz nachzählen. 20, 25... Erde? Erde? Okay, cool. 27 Erde? Das ist, Lass uns weiterfahren, würde ich sagen. Guck mal, hier ist doch einer. Was? War doch einer. Komm mal. Dei. Hör dich doch, Motherfucker. So, jetzt. Permanent rückwärts hast du. Ja, einfach permanent rückwärts laufen. Und sofern das nur einer ist, ging das eigentlich bisher immer ganz gut. Ja. Also am Berg ist natürlich schwierig, ne? Wenn du rückwärts läufst, bist du ja langsamer. Hm, okay. Aber grundlegend... Also mal wieder... Da ist noch einer vor dir, ja. So was anderes hat er nicht gedroppt, ne? Noch einer hier. Wo ist sein Arm? Da was ist sein Arm. Was für ein Monsterfeld, ey. Das ist nicht sein Arm. Mann, ich sehe immer nicht die Arme im Gras. Arme im Gras. Hier ist es. Hast du? Okay. Ja, ich mache mal die... Ja, mach ich auch. Search-Person, aber... Hier ist auch noch ein Gebäude nebenan, da können wir mal hinfahren. Da ist da ein roter Roboter davor. Sehe ich das richtig, dass da vorne ein roter Roboter ist? Komm, wir gucken mal. Gut. Das Fahrzeug rutscht rechts zur Seite. Warte mal. Yes. Ja, bleib mal da. Okay. Hat sie dich eigentlich schon ins Bett gelegt? Jetzt darf ich mich ins Bett legen. Oh, hier ist einer. Wow! Okay. Voll geil. Ich bin betäubt. Rette mich. Ach, du lagst da. Für mich lagst du auf dem Auto. Hinter dir kommt einer. Okay, jetzt. Alles klar, Sparschäler-Action. Da kommt hier noch Mini-Mini. Kommt noch. Ja, die sind ja zum Glück harmlos. Die großen, die roten, die droppen übrigens dann ab einem gewissen Punkt so Keys für den Warehouse-Store oder sowas nennt sich das. Das ist praktisch so ein Ding, was man noch nicht looten kann, laut den Entwicklern. Ah, okay. Ja. Cool. Schön, guck mal, wie das Licht hier fällt. Ah, das sieht gut aus. Im Feld. Gut, oh Gott, ich sehe überhaupt nichts mehr. Nee. Zuschauer auch nicht, ne? Muss man auch richtig Licht anbauen. Oh, der ist da, er ist da, da, gib Gas. Kommt er? Ja, er kommt. Oh. Wir sind schneller. Ja. Gucken, wie lange der uns verfolgt. Bis zur Base. Also noch sieht er nach Agro aus. Jetzt hat er umgedreht. Was? Was denn? Löscht. Da war was? Mhm. Was ist das hier drüben? Da waren wir noch nicht drin. Oh. Schön ins Mais. Ins Mais. Ins Mais. Aber ich finde es farblich sehr schön abgestimmt, unser Fahrzeug. Ja, genau. Ist es? Ja, mit dem orangen Licht. Oldschool GMC K250X von 1965. Ja. Ein alter. Oh, hallo. Kuhschubsen. Oh, da, Achtung. Hier. Ja, ja. Oh, schon wieder so raus. Das liegt an der Windschutzscheibe. Das ist, wenn man aus voller Fahrt absteigt, liegt es an der Windschutzscheibe. Das habe ich bei dem einen gesehen, der hat nämlich so eine leichte Umrandung. Oh, ist hier was gelandet? Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Kann ich jetzt hier keine Windschutzscheibe einbauen? nee. Ich baue nicht so ein Auto, wie du im Stream hast. Was? Um das jetzt negativ zu meinen. Aber ich habe eins aus Metall, das ist super stabil. Mir hat ja unterwegs... Dein, das ist ja nur aus Holz. Mir hat nämlich unterwegs so ein roter Rob. Der ist nicht nur aus Holz. Hast du die Kuh gequält, nein, die gerade an mir vorbeigerannt ist? Nein, ich hab's nicht gequält. Ich hab den liebevollen Klaps mit dem Hammer verarscht. Okay. Go, go. Okay, wo lang? Wir haben überhaupt kein Konzept mehr, ne? Wir wissen auch nicht, wo zu Hause ist. Eigentlich ist die Folge auch schon vorbei, oder was? Naja, ich meine, im Endeffekt müssen wir jetzt mal Richtung Feld. Wir fahren noch den Berg hoch am besten. Wir müssen Richtung Feld, weil jetzt die Horde auch gleich kommt. Ah ja, dann am besten genau, straight, wirklich da, wo es am steilsten ist. An der Stelle. Ach der. Ist aber. Da ist er doch, der Timer. Siehst du mal, haben wir nämlich gerade noch. Ja, links. Schwierig. Rechts irgendwie, aber Mitte wird nichts. Genau, das müssen wir noch. Den müssen jetzt die Horde noch hinkriegen zum Abschluss der Folge. Okay. Wenn wir lebend ankommen. Ich fahre mir doch lieber Richtung Straße, das ist mir einfach sicherer. Ja. Genau. Du bleibst ruhig da stehen, ne? Also das ist anscheinend synchronisiert. Das ist richtig gut gemacht.
Das haben sie von Raft gelernt. Die Frage ist, ich würde gleich mal springen wollen, wenn du ja, mach jetzt mal, hier nochmal Vollgas hebst. Mach ich. Also bis zum Beet, ja. Bis zum Beet und noch hier weiter. Bis zum Beet. Und hier machen wir jetzt hier einen Sprung. Nö. Spring auf dem Ding rum. Nee, jetzt aber hier abspringe. Achso, oh. Wow. Das war jetzt... Das war durch dein Springen, das war ich bestimmt. Ja nicht. Stimmt. Oh, Reinhard. Was ist das? Mann. Was du? Minias? Ja. Was machst du? Ich fahr das Auto hoch, wenn wir uns hier angreifen, damit das Auto nicht zerstört wird. Der steht in der Luft bei mir. Ja, bei mir auch. Ich weiß nicht, ah, ja. War irgendwie... Nee, denn ist ja gut. Das fliegende Auto. War mir jetzt nicht sicher. So, 4 Sekunden. Geht gleich los. Mal gucken, ob wir komplett zerlegt werden. Ach du Scheiße. 2 Haybots links. 2 Haybots links. Okay, die erstmal die 2 Haybots. Wir haben rechts auch noch was. Oh, da ist noch einer. Ja. Hier ist noch einer. Die Kleinen müssen wir wegmachen. Kümmert die dich ums Feld? Ja. Okay. Knapp. Haben wir hingekriegt. Knapp den Tod entronnen. Ach, Quatsch. Das war alles geplant. Ich habe jetzt nicht viel Leben mehr, deswegen so meine ich. Ach so. Ja, ich habe auch 50%. Aber ich würde ein bisschen was schnabulieren und dann geht das schon wieder hoch. Ich muss mir eine Knarre holen. Ich baue mir eine Knarre. Ja, wir brauchen, wenn jetzt Gemüse... Hier ist übrigens ein Kopf. Den können wir draußen dran setzen als Verteidigung. Ein bisschen. Haben wir alle? Jo. Ich glaube schon. Oder? Liegt hier noch was rum. Ist übrigens alles Pickup, ne? Ah ja, dann kannst du ernten. Oh, super. Eine super Ernte. Wunderbar. Sollte der Timer eigentlich auch nicht mehr losgehen, theoretisch. Weiß man nicht, ob er losgeht. Weiß man nicht. Werden wir sehen. So, ich habe einen Kopf. Cool, als Mahnmal hänge ich von dem Feind den Kopf vor die, richtig, die genau. Zäune. So geht's euch. Ja. Ist da ein Roboter im Wasser? Was ist das für ein Schatten da vorne? Was ist das? Hier ist noch so ein Kopf. Der liegt im Wasser. Ja, okay. Hänge ich auch noch dran. Die eine Lampe ist weg. Oder hast du die eingesammelt? Ich habe eine bei, tatsächlich, ja. Ja, okay, dann ist sie wahrscheinlich daher. Naja. Ich würde sagen, wir haben uns gut geschlagen. Wir haben die 2. Horde haben wir hinter uns bekommen. Wir müssen dann erstmal wieder Sachen anbauen. Und vielleicht können wir mit dem Eisen, was wir jetzt erfarmt haben, schon ein bisschen was anfangen, oder? Richtung Bohrer oder so. Ja. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen, oder? Bis dahin, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euch. Träumchen ist ein Träumchen. So ein Haybot hier irgendwie. Kann aber nicht mehr laufen. Jetzt geht's wieder. Tschüss. Tschüss.